Heute ist der 24. Mai 2016 und heute ist damit der Release-Tag von Overwatch, der Release-Tag von Total War Warhammer und der Release-Tag des neuen kostenlosen Updates für The Division. Und genau deshalb sitze ich jetzt hier mit meinem geschätzten Kollegen Tobias. Hallo, grüß dich. Denn wir haben vorhin ein bisschen Division gespielt, uns die neuen Inhalte ein bisschen angeschaut, besonders den neuen Übergriff, die neuen Search and Destroy Missionen und die neuen High-Value Targets, also die wertvollen Ziele, genau. Wie heißt es auf Deutsch? Egal. Hochrangige Ziele. Genau. Und hier sieht man gleich die Search and Destroy Missionen, richtig? Genau, die kann man jetzt in den einzelnen Stadtteilen, in den Safe Houses aktivieren. Da gibt es ein schwarzes Brett, da läuft man hin und hat dann eben diese Search and Destroy Missionen aktiviert. Es gilt, 3 verschiedene Punkte anzulaufen, die dann vom Gegner zu säubern. Und für jedes Gebiet, was man dann säubert, kriegt man einen Intel-Punkt. Das ist quasi so eine neue Währung, die es jetzt in... Also genau, für jedes Gebiet bekommt man einen und die Gegner lassen aber durchaus auch welche fallen, haben wir festgestellt. Genau. Interessanterweise. Noch kurz zu diesen Search and Destroy Missionen. Die gibt's erst, die werden erst freigeschaltet, wenn man ein Stadtgebiet quasi komplett geklärt hat, also keine normalen Missionen dort mehr zu erledigen hat, was bei den meisten Division-Spielern inzwischen der Fall sein dürfte. Genau. Und die bieten, finde ich, einen netten Anreiz, einfach nochmal wieder in die Stadt zu gehen und nicht immer nur die gleichen Missionen abzufarmen, wie man das bislang gemacht hat. Das haben wir ja auch gemerkt. Also wenn man irgendwie im Endgame ist, dann switcht man einfach von Mission zu Mission und man war es gar nicht mehr gewohnt, jetzt einfach so ein bisschen durch die Stadt zu laufen und verschiedene Punkte anzulaufen. Also das macht auf jeden Fall schon was aus vom Spielgefühl. Und ja, diese Intel-Punkte, die motivieren auf jeden Fall, diese Mission dann auch mehrmals zu spielen, weil, wenn man eine bestimmte Anzahl von diesen Punkten gesammelt hat, dann kann man in der Operationsbasis nämlich diese neuen hochrangigen Ziele aktivieren. Genau, man geht dann zu einem Officer, ich weiß gar nicht, ob es im nächsten Video schon drin ist, ich glaube nicht. Nein, man geht dann zu einem neuen Händler oder zu 2 neuen Händlern und gibt denen diese Informationspunkte, die Intel-Punkte, und schaltet für die eben diese neuen hochrangigen Ziele frei. Und dann startet ein Zeitlimit. Genau. Und man muss losziehen, um eben einen besonderen Auftrag zu erfüllen. Soll heißen, um einen besonderes, harten Gegner zu killen. Genau. Und genau das machen wir jetzt in diesem Video. Hier sind wir unterwegs und erfüllen eben, wir müssen den Castro jagen und müssen dieses hochrangige Ziel erfüllen. Und man sieht auch oben tickert das Zeitlimit runter, 9 Minuten 30 haben wir jetzt gerade noch Zeit. Jetzt erkennt man es natürlich gerade wunderbar, wo du von der Tränengranate getroffen wurdest. Und für das Ganze warten natürlich eine ganze Menge neue Belohnungen, besonders Gear-Sets und High-End-Loot. Es gibt ja jetzt auch eine neue Loot-Tabelle, die haben wir auf GameStar.de, wenn ihr euch sie angucken wollt. Dort wird genau verraten, für welche Mission ihr welche Art von Loot bekommt. Genau. Und generell gibt es natürlich verschiedene Arten von diesen Missionen. Also das heißt, man kann verschiedene Mengen von Intel-Punkten ausgeben. Dementsprechend fallen dann auch die Belohnungen natürlich höher aus. Aber generell haben wir jetzt gemerkt beim Spielen, dass doch mehr Gearsets zum Beispiel droppen. Selbst bei diesen Missionen, wo man eben nur 20 Intel-Punkte dann für ausgibt. Und das motiviert natürlich dementsprechend, dann wirklich bis zum Ende durchzuhalten. Allerdings gibt es natürlich auch mal die Situation, dass man so eine Mission nicht schafft. Das ist uns auch passiert. Da muss man dann unterscheiden zwischen den normalen Missionen und den, wie heißen die, Hochrisikomissionen oder Höherrisiko-Targets. Und da ist eben der Unterschied, wenn man die normalen Missionen nicht schafft, also stirbt, dann muss man die einfach nochmal in der Operationsbasis aktivieren. Also man geht dann einfach zu diesem Officer nochmal hin und kann den Auftrag dann nochmal aktivieren. Es kann natürlich dann sein, dass die Ziele, die eben zum Beispiel jetzt in diesem Bereich hier waren, dann auf einem ganz anderen Punkt auf der Karte sind. Und bei den Hochrisikozielen ist es eben so, wenn man die nicht schafft, dann sind die auch erstmal weg. Und man dann muss sie dann nochmal kaufen. Genau, man muss sie nochmal kaufen, man muss nochmal die Intel-Punkte sammeln und eben, wie gesagt, nochmal investieren. Wo ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich das System richtig verstanden habe oder ob es so funktioniert, wie die Entwickler das beabsichtigt haben, ist, dass es im Moment möglich ist, diese Search-and-Destroy-Missionen in einem Gebiet immer wieder zu wiederholen und so sehr schnell relativ viel Intel zu farmen. Und außerdem auch, weil normale Gegner eben auch Intel fallen lassen. Also man kriegt doch relativ schnell die benötigten 20 oder 30 Intel-Punkte, die man für so eine wöchentliche Mission braucht. Genau, also wer weiß, ob das wirklich so beabsichtigt war. Vielleicht ist es auch für die Spieler, die eben noch nicht alles in den ganzen Stadtgebieten abgefarmt haben, dass die zumindest auch eine kleine Möglichkeit haben, dann irgendwann mal diese Mission zu starten. Ich weiß es nicht. Ja. Aber das neue Update hat ja noch eine große Neuerung. Genau. Und zwar die neue Incursion, den neuen Übergriff. Das Video starte ich jetzt mal. Und da sieht man schon, heißt Klarer Himmel, wunderschöner Name. Klarer Himmel. Ganz im Norden der Karte geht es jetzt in einen neuen Abschnitt, den Columbus Circle. Und da geht es eben darum, ein, da sehen wir schon, ein abgestürztes Dropship zu sichern.
Genau, klarer Himmel ist die Ansage. Es spielt tatsächlich im Gegensatz zur ersten Incursion, spielt das hier unter freiem Himmel. Das heißt, es kann bei Tag, bei Nacht, bei verschiedenen Witterungen passieren, diese Mission. Und sie spielt sich auch deutlich anders. Ja. Während wir in der ersten Incursion so Wellen von Gegnern besiegt haben und uns immer in so einem kleinen, in so einer Lagerhalle bewegt haben, müssen wir hier erstmal ein ganzes Stück laufen, ja, und uns fortbewegen. Und hier kommen wir jetzt gerade auf so eine große Straßensperre zu, die uns erstmal den Weg zu diesem Columbus Square Circle, auf jeden Fall ein großer Platz. Genau, auf jeden Fall, dieser Weg ist uns dahin versperrt. Hier müssen wir uns jetzt erstmal durch Gegnerwellen kämpfen, eine Bombe ergattern und dort hinten links, man sieht das Missionsziel markiert, dort müssen wir diese Wegsperre aufsprengen. Damit wir dann zu dem Platz hinkommen, ja. Aber du sagst es schon richtig, es ist ein ganz anderes Spielgefühl, weil du dich eben jetzt in alle Richtungen irgendwie bewegen kannst. Ich finde so beim ersten Falcon verloren oder Falcon Lost, ja, war es ja so, dass es so ein bisschen beengt war einfach, dass man immer irgendwie so den Druck hatte, da ist eine Wand, die Gegner kommen eigentlich von allen Seiten. Und hier hat man zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass du auch mal nach hinten ausweichen kannst, ohne dass du jetzt sehr in Bedrängnis gerätst. Genau. Wir haben die Mission jetzt vorhin einmal mit random Spielern versucht, also wir beiden. Unser geschätzter Kollege Mirko hat uns verlassen, er ist aktuell in Las Vegas. Ja. Schöne Grüße in den Urlaub an dieser Stelle. Deshalb waren wir nur zu zweit unterwegs und mussten uns dann zwei Zufallsspieler dazu holen, von denen uns einer dann hat sitzen lassen. Dementsprechend, wir haben diese Mission also noch nicht geschafft. Wir sind bis zum Columbus Circle vorgedrungen. Dort muss man dann sich zum Wrack vorarbeiten. Was dort genau auf einen lauert, können wir selbst noch nicht sagen. Aber unser erster Eindruck ist durchaus positiv, würde ich sagen. Eben ein deutlich anderes Spielgefühl, als die erste Incursion, der erste Übergriff geboten hat. Definitiv. Es wirkt nicht ganz so gezwungen durch die Gegnerwellen, nicht ganz so wenig kreativ, sage ich mal. Und es macht optisch auch, finde ich, mehr her als der erste Incursion. Und es gibt einen Checkpoint mit einer Munitionskiste, die tatsächlich auch die Health Kits wieder auffüllt. Und ja, das ist natürlich was im ersten Incursion noch nicht so war, wo man sich dann hin und wieder doch ein bisschen aufgeregt hat. Auf jeden Fall. Und das ist jetzt sehr, sehr angenehm. Das ist deutlich angenehmer. Man muss nicht jedes Mal zur Basis zurück oder zum nächsten Safe House, um seine Medkits wieder aufzufüllen. Super. Das neue Update bringt noch einige mehr Erneuerungen. Ja. Wir haben hier 10 Seiten Patchnotes vor uns liegen. Das Wichtigste, genau, glaube ich, für die Spieler sind die neuen Gearsets. Genau, Gearsets, die kann ich ja einmal kurz hier noch nennen. Einmal Final Measure, das ist so ein Tankset. Dann gibt es Hunter's Faith, das ist so meine Richtung eher, das ist der Sniper. Lone Star, Shotgun, also Nahkampf und wahrscheinlich auch für Leute, die halt solo so ein bisschen gegen Gegner dann hauptsächlich unterwegs sind. Und die Predator's Mask, die guten alten Damage-Dealer, das ist ja so ein bisschen dein Ding. Ja, genau. Zusätzlich gibt es noch diverse Änderungen in der Dark Zone. Es gibt jetzt so verschlossene Kisten, versiegelte Kisten zu ergattern. Man kann jetzt Loot von Gegnern aus der Extraction Zone vom Seil abschneiden, ja, und so weiter und so fort. Haben wir selber noch gar nicht ausprobiert, deswegen ist das hier auch nur so ein erstes Vorabfazit. Wir werden uns das im Laufe des Tages und in den nächsten Tage noch deutlich genauer anschauen, das Update, und dann ein Fazit ziehen. Soweit ist mein Eindruck erstmal ganz gut. Ich habe allerdings auch schon gesehen, dass es auch noch eine ganze Reihe an Bugs schon wieder gibt. Ja, zum Beispiel die Anzeige vom Gearscore, der da mal so ein bisschen rumbuggt. Ich habe auch zum Beispiel gesehen, dass irgendwie Gegner dann hin und wieder mal irgendwie durch Wände teleportieren und so. Mal gucken, ob sich das jetzt dann noch in nächster Zeit bessert oder nicht. Und der eine ist keine Bug. Wer Division spielt, kennt den eigentlich. Ja. Also die Funktion funktioniert immer noch nicht vernünftig. Das haben sie immer noch nicht gepatcht. Also da gibt es doch noch deutlich Nachholbedarf. Wie gesagt, wir gucken uns das in den nächsten Tagen nochmal etwas genauer an, versuchen auch die Incursion zu schaffen, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das schaffen, ja, auch wenn Mirko im Urlaub ist. Und dann hört ihr nochmal mehr von uns. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss.